Ja. Er wird gerade eingemauert. Er wird eingemauert. Ich raste aus. Nein, das geht doch schief. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Going Medieval. In der Early Access im Experimental haben wir beim letzten Mal eine Hitzewelle überstanden. Die Siedler sind reihenweise in Ohnmacht gefallen. Ich sag's euch, weil wir einfach keine Sommerklamotten haben. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Going Medieval reinziehen in der Early Access, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein. Die ist aber am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlinkt oder am Ende. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom Projekt haltet. Und wir haben jetzt wieder Abend. Und wir sind fast durch mit dem Sommer auch. Es wird auch wieder langsam kälter draußen. Also es kommt jetzt eher so die Herbstphase schon. In 2 Tagen ist, glaube ich, dann der Herbstbeginn. Und dann haben wir eher schon wieder das Problem, dass wir dann die Nahrung auch ernten müssen recht schnell, damit das dann eingelagert wird für den Winter. Das heißt, ich stelle jetzt mal die Felder auf Nicht-Aussehen, weil das schaffen wir, glaube ich, sonst dann nicht mehr, im Herbst nochmal eine Aussaat zu machen, beziehungsweise nochmal eine Ernte. Das wird, glaube ich, nichts. Da gehen wir jetzt lieber auf Ertrag, würde ich sagen. Und stell das jetzt schon mal auf reift. Erntephase in 7 Tagen, genau. Hier reift 7 Tage, genau. Und hier stellen wir auch wieder auf reif. Und hier bei dem Kohl stellen wir das jetzt auch auf reif. Dann sind wir nämlich in 5 Tagen soweit, genau. Und ich habe jetzt unten schon mal auch den Vorratskammer hier unten beauftragt, dass die größer gemacht wird. Weil wir brauchen da eindeutig mehr Platz da unten drin. Definitiv safe, brauchen wir da mehr Platz. Genau, das macht jetzt natürlich wieder nur einer, das Buddeln, wie das immer so ist. Ah, Feierabend, lalala, Feierabend, das ist wunderbar. Geht da wieder ins Bett, ja, gehen sie wieder alle ins Bett jetzt. Ich rechne auch noch fest damit, dadurch, dass unsere Vorratskammern so voll sind, und die werden ja jetzt noch voller demnächst, dass wir noch einmal mindestens vorm Winter Besuch kriegen von einem, ja, von mehreren bösen Schergen, die uns auf die Pelle rücken werden, gemeingefährlicherseits, weil sie unsere reiche Vorratskammer plündern möchten. Ziegel werden wieder produziert, das ist auch ganz wichtig. Wir müssen endlich mal hier die Küche zumachen. Das ist immer noch so langfristig, das Projekt gerade, diese verdammte Küche, ja, fertig zu bauen, dass die endlich mal den Bonus bekommt. Das dauert halt so wahnsinnig lange, ey. Ich habe das Ding auch viel zu groß gebaut, ey. Ohne Witz. Und hier diese Mauer hätte ich mir eigentlich auch erstmal sparen können. Aber egal, jetzt ist es am Start, jetzt ist es gebaut und jetzt passt das. Was haben wir eigentlich an Forschung? Können wir mal reingucken. Wir können mal wieder was forschen, was Schreifhalten hier. Jetzt ist halt nur die Frage, was genau eigentlich? Guck mal, wenn wir Pfeile machen, könnten wir einen Langbogen herstellen lassen und Armbrüste. Arme Brüste. Ich frage mich immer lieber Arme oder Brüste. Eigentlich lieber Brüste, wenn ich ehrlich bin. Nahrung haltbar machen ist auch geil. Verpackte Mahlzeit wäre auch gut. Forschungsstufe 3 wäre natürlich auch super. Da braucht man nochmal einen weiteren Forschungstisch. Dann könnte man aber Rüstungen und Schilde Stufe 2 machen. Beziehungsweise Chemie, glaube ich, kann man. Ja, genau, Chemie kann man dann freischalten. Und da kann man dann destillieren. Und solche Sachen. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Das ist immer das Problem. Ich glaube, Stahl wäre auch gar nicht so schlecht, weil wir dann Stahl herstellen können. Könnten wir das Eisen nochmal weiterverarbeiten? Holzwaffen 2 sind Äxte. Schneidern ist aber, glaube ich, auch ganz gut. Da können wir die Altklamotten, glaube ich, verarbeiten. Ich habe jetzt mal Schneidern gemacht. Oh, guck mal, wir können sogar noch mehr machen. Vielleicht auch gleich noch den Rüstungsmacher. Boah, Schildestufe 2 kann ich auch schon machen. Da machen wir jetzt noch die Forschung 3, genau. Was kann ich denn hier alles machen? Krass. Da machen wir noch Nahrung haltbar machen. Ich kann ja alles schreifalten. Ich habe schon lange nicht mehr schreigefaltet. Dann noch schmieden. Schwerter am besten. Okay, da war es das, genau. Wunderbar, da haben wir ja mal einen richtigen Jump gemacht jetzt. Jump, Jump. Sauber, ah, da wird geerntet schon. Sogar noch im Sommer, ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hoffe, es wird auch weiter gegraben da unten. Nee, wird es natürlich nicht. Dabei der Lukas ist auch gerade beschäftigt hier mit Ziegel machen wieder. Ja, der soll mal ruhig Ziegel machen. Wir müssen hier mal jetzt zusehen, dass wir hier jetzt endlich mal... Genau, dass hier endlich mal jetzt ein Dach drauf kommt. Schön Dach drauf bauen hier, genau. Und vielleicht auch endlich mal da diese Wände mal bauen. Das wäre auch mal super. Wir haben gar keine gekochte Nahrung.
Weil meine Köche immer bewusstlos gewesen sind die ganze Zeit durch die Hitzewelle. Hat keiner gekocht. Dann müssen sie wieder rohe Nahrung fressen. Na toll. Ah, nee. Ah, Eintöpfe haben sie. Okay, Eintöpfe sind am Start. 18 Stück. Bau misslungen. Ach, komm. Lukas, warum baust du? Du sollst nicht bauen. Warum machst du das? Warte mal ganz kurz hier. Was ist denn hier wieder? Bau. Okay, ja gut. 17. Ja doch. Nee, warte mal. Du sollst anfertigen. Warum baust du? Lass die Finger davon. Hör auf, genau. Ist nicht deine Aufgabe. Versetzt Haufen. Genau, versetzt mal lieber die Haufen. Bergbau. Ja, okay, Bergbau ist okay. Bergbau kann er machen, genau. Ich wollte schon sagen, jetzt geht das hier wieder los. Jetzt machen sie hier wieder, was sie wollen. Also das mit den Prioritäten, muss ich mal sagen, funktioniert gefühlt in RimWorld besser. Ich habe schon wieder RimWorld gesagt. Mann, wenn ich immer einen Cent kriegen würde, wenn ich RimWorld sage. Ich glaube, ich wäre jetzt schon reich. Ich wäre Millionär, glaube ich. Wenn ich immer einen Cent kriegen würde, wenn ich RimWorld sage. Wie gesagt, das ist das beste Trinkspiel überhaupt. Wenn ihr wirklich blau werden wollt, immer einen heben, wenn ich RimWorld sage. In RimWorld funktioniert das mit den Prioritäten gefühlt besser als in dem Spiel. Da habe ich irgendwie das Gefühl, machen die auch wirklich das, was sie sagen. Vor allem haben die innerhalb der Prioritäten dann auch eine logischere Reihenfolge bei RimWorld. Bei RimWorld ist es zum Beispiel so, bei RimWorld, dass in RimWorld, wenn da was geerntet wird, in RimWorld... Wenn in RimWorld was geerntet wird, dann wollt da jemand hin und wollt den Haufen Erntehaufen dann gleich in die World. Weil sonst liegt es nämlich im Rim. Aber es soll in die World, deswegen wollt da gleich einer und wollt das in die World rein. Aus dem Rim raus. Wenn ihr versteht. Also wenn Ernten geerntet wurde in RimWorld. Zweiten Brennofen für Ziege, solange die zum Brennen brauchen. Ja, das Problem ist, dann steht da wieder ewig einer an den Öfen dran und muss das dann wieder machen. Das hält dann wieder so lange auf. Aber ja, prinzipiell wäre es schlau, langfristig zumindest noch einen zweiten zu bauen. Zumindest läuft der hier jetzt mit voller Produktionsenergie, mit vollem Tempo. Weil der war, das haben wir vorher auch falsch gemacht, den habe ich reingebaut. Also in den Raum rein, das ist falsch, die müssen draußen stehen, die Öfen. Dürfen nicht in einem Raum stehen, ganz wichtig, sonst haben die einen Malus. Bei der Produktion. So. Na gut, ich könnte noch einen zweiten Ofen eigentlich bauen, das stimmt schon. Ich baue mal noch einen. Zweiten Öfen. Hier noch einen Öfen. Schön da noch daneben, genau. Mal sehen, wie lange das dauert, bis das einer macht. Gleich werden wieder Ziegel fertig. Und dann können wieder gebaut werden. Es werden immer so zwei Ziegel am Tag fertig. So gefühlt. Schneller geht das irgendwie nicht. Alter, wir haben 480 Honig. Darf ich das mal sagen, wie geil das ist? Wir kommen nicht hinterher, das zu verarbeiten, weil diese blöde Küche den Produktionsmalus hat immer noch. Weil einfach kein Dach drüber ist. Beschafft Ressourcen. Jawohl, Lukas macht das jetzt hier sauber. Der Lukas ist so fleißig. Guckt euch den mal an. Trinkt nicht, bitte was? Ich brauche keinen Drink. Plus 4. Hä? Der keult sich einen drauf, dass er nicht trinken muss. Okay. Und kriegt da gleich noch einen Zufriedenheitsbonus, der Lukas. Das ist ja interessant. Hässliche Ausstattung. Diese Lumpen passen nicht zu mir. Genau, da haben wir noch einen zweiten Brennofen. Dann geht das hoffentlich schneller. Wenn sie das dann eben auch machen, dass sie das dann dahin bauen, nicht wahr? Also wenn sie den auch nutzen. Okay, Lukas ist schon dabei. Ah ja, hier muss ich noch einstellen, ne? Für immer bearbeiten und kein Holz benutzen, genau. Dann kann der Lukas gleich am anderen Ofen weitermachen. In dem anderen Ofen. Ah, bereits in Arbeit. Sehr schön. Das ist vorbildliche Arbeit hier, nicht schlecht. Das ist ganz vorbildlich. Das ist so eine pure 1 plus ist das, wenn ich sowas sehe. Da geht mir das Herz auf. Und das nicht, weil ich einen Anfall habe oder so. Wunden von Siedlern müssen versorgt werden. Was ist denn nun schon wieder? Hitzschlag. Wie? Wie geht das? Bei 20 Grad? Bei 16 Grad Außentemperatur hat da ein Hitzschlag? Es ist vielleicht einfach die Winterkleidung, die immer noch ein bisschen übertrieben ist vielleicht. So, jetzt machen wir mal hier die Stützpfeiler weg. Famous Last Words. Weil wir können nämlich dann da noch zwei Felder ausweisen, wo noch eingelagert werden kann. Dann guckt mal, wir brauchen unbedingt diese Lagerkapazität da jetzt. Das ist unfassbar wichtig. Holz haben wir ja noch genug, genau. Da kleide ich jetzt hier unten schon mal das aus. Dann können wir da nämlich schon die Felder hier mit dazu nehmen, wenn sie das gebaut haben.
Ganz wichtig, jetzt müsste Lukas eigentlich weiter Bergbau machen normalerweise. Reißt ab, okay, das geht natürlich auch. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht dazu führt, dass irgendwas einstürzt. Es sieht aber gut aus, genau. So, dann können wir hier noch einen Boden bauen. Den bösen Boden. Genau, da noch einen Boden hin. Wir müssen da nämlich immer auch erstmal einen Holzboden drin haben, damit die nicht auf dem nackten Felsen liegen. Weil wie wir ja alle wissen, Lebensmittel fangen an zu vergammeln, wenn man sie einfach auf dem Boden stehen lässt. Auf dem normalen Boden. Das ist ja so. Nice, guck mal, da wird gleich das gebaut, hervorragend. Warum macht das eigentlich Lukas? Warum machen das nicht die anderen? Fragen über Fragen. Guck mal, jetzt werden doppelt so viele Ziegel fertig. Das ist schon ein bisschen geil. Das ist schon eine sehr gute Idee gewesen. Mit diesem zweiten Ofen. Atensik hatte die Idee. Atensik müssen wir eigentlich auch mal verewigen demnächst. Aber wir haben jetzt schon alle Siedler sind schon benannt. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch einen demnächst. Freie Betten haben wir ja sogar noch. Oder? Müssten wir eigentlich haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Siedler und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Betten. Und mindestens einen sollten wir auch noch aufnehmen, finde ich. Warum wird denn eigentlich schon wieder nicht gekocht? Es wäre halt mal schön, wenn wir mal ein paar Getränke mal wieder bekommen könnten. Das ist eben so das Ding. Hier habe ich halt keine Prioritäten für die Benches. Das ist so ein bisschen das Problem da dran. Ich würde hier gerne Prios vergeben, dass sie zuerst jetzt mal Getränke herstellen soll, statt immer nur Essen. Warum gehen die Waffen vor der Burg nicht in den Keller? Weil ich das blockiert habe, weil wir zu viele Waffen schon haben. Und weil wir die, wie brauchen wir nicht? Die machen nur unser Lager voll, sodass wir nichts anderes mehr einlagern können. Wir brauchen sie einfach nicht und wir werden sie auch gerade nicht los. Und wir haben gerade so viele Aufträge, die wir hier erledigen müssen in der Burg, dass das hält uns einfach nur sinnlos auf. Wir tragen dann einfach nur noch diese Klamotten durch die Gegend. Deswegen habe ich das auch blockiert, dass die gar nicht erst anrühren. Weil sonst rennen die immer zu diesen Klamotten zuerst, statt zum Beispiel die wertvolle Nahrung einzulagern für den Winter. Die tausendmal wichtiger ist als irgendwelche komischen Waffen da, die wir sowieso nicht brauchen. Und hier die Dachpappe bauen ist viel wichtiger auch. Das ist viel wichtiger alles als diese komischen Klamotten. Die Klamotten, da kriegen wir sowieso. Wenn der nächste Gegner kommt, sind wir wieder vollgeballert mit Klamotten, die wir nicht brauchen und wo wir wieder keinen Platz für haben. Das ist sowieso sinnlos, die zu sammeln am Ende. Also soweit sieht es jetzt erstmal gut aus. Und wenn die Küche dann auch endlich mal fertig ist, wenn die endlich mal ein Dach hat und die Wand da endlich mal vollständig ist, dann geht auch die Produktion hier innen drin schneller. Da brauchen wir nicht eine halbe Stunde für ein Essen. Und dann ist auch mal die Chrissy in der Lage, den Bedarf auch mal komplett zu decken. Alter, hier sind schon wieder die Möhren werden schon wieder nicht eingelagert. Ah, ba, 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 ba. Ich krieg schon wieder einen Kasperkopf. Ich krieg schon wieder einen Krampf. Muss mal kurz unten hingucken. Wie sieht's denn hier jetzt aus? Guck mal, hier können wir das Lager jetzt vergrößern. Sehr nice. Lababab und Hubbledibab. Und Schnuppdiwupp. Und da auch bitte. So, jetzt haben wir da schon mal mehr Platz. So, wenn sie jetzt gleich gegessen und getrunken haben, wird der erste Zapfen, den ich erwische, dazu angewiesen, direkt die Karotten einzulagern. Weil die sind nämlich so wieder gleich weggegammelt. Der Odin hier macht das dann nämlich. Unterhaltung genießen. Ja, genieß mal deine Unterhaltung, solange du noch kannst. Blut, Bewusstsein, Magen und Schmerz sehen alle sehr gut aus. Odin? Mein Freund? Hörst du jetzt endlich auf, da lass uns schütteln, die Hände zu machen? Und endlich mal die Karotten zu holen? Wie er es nicht macht, er bleibt einfach sitzen. Er ignoriert meine Befehle. Hallo? Hässliche Ausstattung. Ja, woran liegt das wohl? Okay, ich gebe jetzt den Auftrag. Ich habe keine Geduld mehr. Transportiere zum Lagerplatz, mein Freund. Und hier, warte mal, die Fackel können wir mal abreißen da. Die brauchen wir nicht. Wir haben einen Ständer in der Mitte. Ja, sehr schön. Hier, guck mal, hier wird so viel geerntet schon wieder die ganze Zeit. Und keiner holt's ab. Das alte Problem in diesem Spiel.
So, Spielbär transportiert hoffentlich nicht die Samen, transportiert das Essen zuerst, Mann. Die Samen vergammeln nicht so schnell wie das Essen. Nimm das Essen zuerst. Gabelabelabel. Luna Mayo hat die... Oh, schon 33 Intelligenz. Luna Mayo ist so intelligent. Das gibt's gar nicht hier. So, produziert, genau. Bergbau, genau. Bergbau ist gut. Schön unten vergrößern, genau. Wo ist Odin? Odin, was machst du? Er trägt die Samen. Warum tragen sie zuerst... Ich verstehe es nicht. Warum zuerst die Samen? Warum nicht die Feldfrüchte, die geernteten? Ich kann das auch nicht definieren, ne? Ich kann denen auch nicht sagen, hey, lo, Kollegen, mach doch halt um da einen Huden. Ich habe schon die Lebensmittellager auf Maximum gestellt. Oder sind die voll? Die sind schon auf hoch. Ich mach's jetzt auf sehr hoch. Gibt's doch alles nicht hier. Lukas, was machst du? Versetzt Haufen. Nein, nein, nein. Mach mal weiter hier. Wir brauchen mehr Platz hier unten, schnell. Nicht jetzt hier Haufen versetzen. Schön weiterbauen hier. Genau, du kannst dann auch gleich mal da die Ecke noch freigraben. Dann kann ich da schon mal eine Wand beauftragen. Hier schon mal die Holzböden eintragen. Jedes Feld hier, was wir haben, wird uns besser durch den Winter bringen. Was? Kardinal hat Fertigkeit, Botanik-Fertigkeit auf Stufe 20, jawohl. Oh, da wurden Kuchen gebacken. Apfelkuchen haben sie gebacken, toll. Lecker Apfelkuchen ist schon geil, das muss man mal sagen. Transport niedriger als alles Botanik. Bei Lukas nicht. Beziehungsweise bei Odin müsste Transport eigentlich auf 1 sein normalerweise. Was? Zuversichtliche Hilfe. Hendrik näherte sich mit ausgestreckter Hand und einem warmen, offenen Lächeln. Hendrik war sehr daran interessiert, etwas über Spielberg Castle zu erfahren und nur allzu bereit mitzuhelfen. Alles, worum er bat, war ein sicherer Ort, den er ein Zuhause nennen durfte. Hendrik, mein Freund, was hast du so Schönes dabei? Kochkunst. Oh, ein weiterer Koch wäre schon nicht schlecht. Oh, Zimmermann, jawohl. Bei den Kampffähigkeiten sieht man leider nicht, was er kann. Aber das ist gut. Wir haben einen neuen Zuwachs. Einen neuen Mitsiedler. Der darf rein. Komm. Der Hendrik. So, der Hendrik. Warte mal. Der Hendrik braucht erstmal Prioritäten. Erstmal einen Zeitplan. Hendrik, du darfst erstmal dich gleich hier in die Gemeinschaft einfügen, indem du deine Arbeitsschicht gleich mal akzeptierst als gegeben. So, Tätigkeiten. Was kann er denn, der schöne Hendrik? Der kann erstmal, genau hier, oh, Zimmermann, der kann gleich mal hier, Zimmermann, was ist noch, anfertigen ist noch, kochen konnte er auch gut, ne, Kochkunst kann er auch, machen wir mal auf 2, Botanik ist eher schlecht, da würde ich sagen, alles was mit Pflanzen zu tun hat, nehmen wir da direkt mal raus, was ist denn mit Bergbau, Bergbau ist auf 8, ja, kann man auf 3 lassen eigentlich. Tierhaltung war, glaube ich, auch gut, ne? Umgang mit Tieren, jawohl, können wir auch auf 1 machen eigentlich. Dann Ernten geht raus, Anpflanzen geht raus, Bauen geht, glaube ich, auch raus eher. Ja, Bauen gar nicht, auf jeden Fall. Jagen würde ich auch erstmal rausnehmen. Obwohl, Meisterschütze 10 könnte man Jagen eigentlich auf 3 lassen. Gesund pflegen immer auf 1. Medizinisch ist er aber eine Nulpe, deswegen machen wir das mal raus. So. Transport und Hausmeister machen wir auf 2. Forschung, ist er denn schlau? Intellekt 0. Dann eher nicht forschen. Schneidern, kann er schneidern? Mal so semi. Ne, das nehmen wir mal raus, Schneidern und Schmiedern. Da haben wir andere, die das können. Bergbau, genau, auf 3. Sehr schön, wunderbar. Was für ein wunderbares Mitglied der Gesellschaft er sein wird. Der kann ja auch schießen, ne? Da können wir dem ja einen Bogen geben noch, warte. Haben wir noch einen passenden Bogen? Mal runter gucken. Sonst müssen wir mal einen anfertigen lassen. Da ist keiner mehr, wa? Doch. Da hat ein großer Bogen. Kann der den benutzen? Na toll, jetzt. Das ist wieder nicht zu sehen hier. Warte. Kriegsbogen schwach. Jawohl, kann er benutzen. Stimmt, der hat ja eine 10, genau. Kann er gleich mal anziehen hier. Können wir ihm gleich geben. Da ist er schon, der Hendrik. Nicht schlecht. Schnapp dir den Bogen, mein Freund. Und da mal einen weiteren Schützen.
Der auch mal halbwegs was kann, nicht schlecht. So, jetzt produziert er auch schon. Mensch, der ist ja, fügt sich direkt ein hier. Ein weiterer Arbeiter, der jetzt auch wirklich dringend gebraucht wird, ey, ohne Witz. Ein Kandidat für Atensik. Atensik müsste aber eine Frau sein eigentlich. Hendrik ist ja ein Kerl. Stimmt, wir haben wieder jemanden, der benannt werden kann. Alex war eigentlich am schnellsten. Der 19 Alex. Komm, das ist jetzt hier der... Ja gut, 19 Alex. Müssen wir mal gucken. 19 Alex. Kann ich die Zahl dahinter noch? Ja, kriege ich noch hin, siehst du? 19 Alex 75. Nice. Und damit ist er... mittendrin statt nur dabei, kann man wirklich sagen eigentlich. Mann, das ist ja bald fertig. Das ist ja unglaublich, dass ich das nur erleben darf. Ohne Falten im Gesicht. Aber ich will es mal nicht verschreien. Wahrscheinlich kommt vorher nochmal ein Angriff. Bevor wir endlich eine vollständige Küche haben. Oh Gott, das werden die nie alles eingelagert kriegen hier. Das schaffen die nie. Das wird wieder alles vergammeln da oben. Zumal hier auch der Platz gar nicht ausreicht. Das kommt auch noch dazu. Hier noch schnell Felder dazu nehmen. Hier den Streifen da am Rand, den nehme ich jetzt auch noch dazu. Den hier ganz am Rand hier, warte. Das ist aber auch manchmal echt nicht einfach, da das zu markieren. Ich sag's euch. So, genau, guck mal. Da haben wir noch einen ganzen Streifen da am Rand zur Verfügung, den sie noch nutzen können. Ja, dann müssen sie das jetzt machen halt, ne? Das ist jetzt halt so die Frage. Nee, warte mal, nicht die Samen. Ah, die nehmen immer die Samen zuerst. Warum? Nehmt doch erst die Früchte. Gott verflucht noch eins noch. Ja, Baben, Baben, harten Daten. Die sind samengeil, die Leute hier. Das schöne Zeug vergammelt doch dann, wenn die da immer erst sich auf die Samen stürzen. Jetzt, oh, jetzt sind sie ja alle hier am Ernten, krass. Guck mal, der Spielbär pickt sich auch die Samen direkt wieder raus, Mann. Warum macht er denn das nur? Was soll er denn immer mit den Samen? Lass doch die Samen Samen sein. Aber wir haben jetzt, guckt euch mal die Vorräte an, die wir jetzt haben. 628 Einheiten Johannisbeeren. 103 Einheiten Kohl. Ja gut, das ist gar nicht mal so viel, aber da steht ja auch noch einiges oben rum, ne? Das ist halt so das Problem. 80 Einheiten Gerste, 4 Einheiten Runkelrüben, 57 Einheiten Karotten, 57 Äpfel. Und das verarbeitete Zeug zählt ja auch noch mit rein. 460 Einheiten Honig, nicht schlecht. Zur Not müssen wir uns halt im Winter von Honig ernähren, wenn alles andere vergammelt ist. Aber ohne Samen wächst nichts mehr. Ja, aber die Samen vergammeln nicht so schnell. Guck mal, die vergammeln erst in einem Jahr. Obwohl die hier draußen liegen und auf dem Boden. Und hier das Zeug vergammelt in 9 Tagen. Die Karotten, da geht es glaube ich sogar noch schneller. In 12 Tagen. Je nachdem auch wie warm das ist, glaube ich, auch drumherum. Jetzt ist ja gerade 7 Grad draußen, da ist die Temperatur halt okay. Aber wenn die Temperatur jetzt steigt auf 20 Grad, geht das natürlich schneller, ne? Je wärmer das ist, desto schneller vergammelt das Zeug. Eine Samenbank, ja. Wo packen die Samen eigentlich rein? Wo stecken die Samen eigentlich rein? Guck mal, die stecken die, glaube ich, da rein. Na, guck mal, das sieht ja auch schick aus, da hinten, diese Wandverzierung, ne? Hat ein bisschen was hier von so einem Traumfänger irgendwie. Also der Odin kann aber auch irgendwie nicht so viel tragen. Kann das sein? Gewicht 93 Kilo. Kann man sehen, was der trägt? Hier, guck mal, Vorrat 46 Einheiten an Johannisbeeren. Und der Spielbär hat 34. Okay, er kann mehr tragen als Spielbär, wie es aussieht. Da, wir haben keinen Hausmeister, der sich um die Feuerstellen kümmert gerade. Das ist schlecht, warte mal. Das ist... Kardinal ist das eigentlich normalerweise. Aber der ist die ganze Zeit nur mit Ernten beschäftigt, wie es aussieht. Dann gebe ich hier dem 19 Alex, gebe ich jetzt noch die Priorität Transport und Hausmeister auch. Jo, guck mal, jetzt wird das Wetter nämlich auch wieder ungemütlicher hier. Da müssen wir unbedingt innen drin für Wärme sorgen. Sonst haben wir hier nur 7 Grad innen. Das ist nicht gut. Das ist zu wenig. Da frieren sie dann und sind dann angefressen wieder. Sehr gut, Ziegel sind wieder fertig. Mal schauen, ob wir es noch vom ersten Schneefall schaffen, dass wir endlich mal eine vollständige Küche haben. Na gut, wenn sich der Alex da mitten reinstellt in die Wand, dann wird das nichts.
Aber so ist er halt. Jawohl. Schön bauen hier. Nice. 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 Ah, verloren hier. Versemmelt. Herbst. Wir haben den Herbst erreicht. Mäßige Temperaturen, Regen und Nebel sind häufig. Was? Chance auf Gewitter und Hagelstürme. Na toll, Hagelstürme auch noch. Ganz klasse. Das ist genau das, was wir nicht wollen eigentlich. Ja, dann mal schnell die Ziegel geschnappt und losgebaut hier. Ja, sehr schön. Steht er da im Weg und keiner kann bauen. Hervorragend. Es wird einfach nichts mit dieser Küche. Ich sag's euch, das wird einfach nichts. Die stürzt wahrscheinlich dann, wenn der letzte Ziegel eingesetzt wurde, kommt irgendwie so eine komische Instabilität und stürzt das ganze Ding in sich zusammen wahrscheinlich einfach. Ich sag's euch. Es wird einfach nie was. Das ist so ein unendlicher Bau, der nie fertig wird. Macht er denn jetzt? Lol, ja. Er wird gerade eingemauert. Er wird eingemauert. Ich raste aus. Nein, das geht doch schief. Warte, warte, stopp, stopp, stopp. Da ist jetzt die Frage, was passiert denn dann eigentlich? Plöpst er dann zur Seite weg? Bleibt er dann da drin stecken? Muss das dann abgerissen werden? Warte mal. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ich lasse es mal. Es interessiert mich mal. Ich will mal wissen, was da passiert. Der bleibt bestimmt drin stecken. Der kommt nicht mehr raus. Ja, mauer deine Kollegen ein einfach beim Arbeiten. Hervorragend. Was machst du denn da? Oh, das wirst du schon sehen, wenn es fertig ist. Mal gucken. Das wird Spielbergs ganz persönlicher BER, genau das. Und? Haha! Er ist rausgeplöpst einfach, nicht schlecht. Sehr schön, ey. Geil. Und? Oh, 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 es fehlen nicht mehr viele Ziegel, dann haben wir's. Dann ist fertig. Ich bin ja ein bisschen begeistert gerade. Oh, Gerste wird auch wieder geerntet, nicht schlecht. Jawohl. Oh Gott, ich glaube, wir erleben das jetzt gleich, dass die Küche fertig ist. Ich muss, glaube ich, dann weinen. Ich glaube, ich kann meine Emotionen dann nicht mehr kontrollieren. Ich glaube, ich werde... Ich glaube, ich muss dann erstmal ein Baby küssen vor Freude. Oder irgendwas muss ich tun. Irgendwas muss ich weinen. Ich muss, glaube ich, irgendwie dann noch so eine Sektflasche an der Wand zerschlagen. Wahrscheinlich genau in dem Moment. In dem Moment, wenn ich dann die Sektflasche nehme und gegen die Wand haue, stürzt die Küche dann ein. Und die Sektflasche bleibt ganz. Die Sektflasche bleibt ganz und die Küche stürzt ein. Wie, hat er jetzt da nur einen Ziegel geholt? Wollt ihr mich gerade rollen? Na okay, da müssen wir wohl noch eine Portion abwarten. Dann wird es wahrscheinlich doch erst am nächsten Tag was. Das ist so... Kibibibi. So, wer trägt hier was? Der trägt schon wieder Samen. Ich könnte ausrasten, Mann. Ich könnte ausrasten, Mann. Trag doch nicht immer die Samen zuerst. Da, schon wieder. Trag doch das Zeug zuerst durch die Gegend. Meine Güte nochmal, es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach, es macht einfach wahnsinnig. Oh, guck mal, wir haben wieder Platz bekommen. Nice. Gleich mal hier bauen. Warum gräbt jetzt eigentlich Chrissy? Die soll doch Essen kochen, Mensch. Verdammt nochmal. Hier, warte mal jetzt hier. Was ist denn da los? Chrissy, Bergbau. Ja, okay. Ist auf 3, wa? Nee, ist auf 2. Warum? Hör auf damit. Sollst Essen kochen. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, sehr schön, genau, guck mal. Wird gebaut und platziert und gebaut. Odin, er nimmt den Samen. Ich werde hier noch irre. Ich muss, glaube ich, ich werde irgendwann, wenn ich in so einer Zwangsjacke in einem Irrenhaus enden, mit dem Daumen im Mund, werde ich in der Ecke hin und her wippen. Er nimmt immer nur den Samen, er nimmt immer nur den Samen, er nimmt immer nur den Samen, er nimmt immer nur den Samen. Einfach ausrasten. Einfach die ganze Zeit einfach nur durchdrehen.
mit dem ganzen Samen. Der Samen macht mich total verrückt. Mein Samen macht mich total verrückt die ganze Zeit. Wie geht's Ihnen denn heute? Er fragt dann der Arzt, Herr Spielbär, wie geht's Ihnen denn heute? Mein Samen macht mich schon wieder total verrückt. Dann verbiete den Samen. Ich kann den Samen nicht verbieten, das geht nicht. Warte. Guck mal, Sie gehen zielstrebig auf den Samen. Hör auf damit, auf den Samen zu gehen. Schnapp dir die anderen Sachen. Schnapp dir das, was schnell vergammelt. Ja, sehr gut. Wunderschön, dass ich das noch erleben darf. Samenkoller, hä? Es macht doch leicht aggressiv. Immerhin haben sie jetzt die Wände fertig gebaut. Und wo ist Captain Fluffy jetzt eigentlich? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Was macht er? Er beherrscht Bauressourcen. Sehr gut. Oh, werden wir es jetzt schaffen? Wird die Küche jetzt fertig? Guck mal, da werden ja auch gleich wieder Ziegel fertig. Jawohl. Prächtig, prächtig. Wunder, Wunder. Boah, das ganze Zeug, was da schon wieder steht und weggammelt, ne? Purste Eskalation hier. Ich glaube, wir schaffen das jetzt mit der Küche. Ich glaube, die wird jetzt fertig. Einsamer Reisender, ja, von mir aus. Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt der Angriff. Jetzt kommen sie mit Katapulten und schießen die Küche einfach zu Klump. Einfach so durchs Loch da oben. Durchschießen. Ganze Boden weg. Jawohl, sehr schön. Oh. Mann, die kann ich ja an einer Hand abzählen, die Felder, die noch fehlen. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist ja unfassbar. Warum ist denn hier noch nicht fertig jetzt? Warten auf Ressourcen, na toll. Ich dachte, da wäre jetzt schon was fertig. Da wird es wohl doch nichts heute. Wie viel ist denn eigentlich noch übrig an Leben? Oh, da ist gar nichts mehr übrig jetzt. Da hat es ja genau ausgereicht. Da müssen sie jetzt wohl schon hier hin. Immer. Da müssen wir mal einen Grabauftrag wieder mal erteilen, dass sie da mal wieder ein bisschen was aus dem Boden holen. Oder hier lagen, glaube ich, noch Klumpen. Genau hier, warte mal. Die können wir mal freigeben noch, dass sie die vielleicht mal einsammeln. Ja, Bau misslungen. Mann, es ist wirklich fast. Es sind nur noch ein paar Löcher da oben. Es sind auch nur noch so ein paar Löcher. So ein paar kleine Löchlein. Sind da noch zwei, drei Löcher nur noch. Drei Löcher nur noch. Es sind drei. Drei Löcher nur noch. Ist doch lächerlich. Ist doch absolut lächerlich. Odin, mein Freund. Sag mir bitte, dass du Nahrung transportierst. Jawohl. Wie viel Platz ist da unten jetzt noch? Ist da wieder Platz dazu gekommen? Ja, warte, da können wir gleich wieder... Oh, wir müssen unbedingt das Lager größer machen. Ganz unbedingt, ganz wichtig. So. Und dann noch da hinten in die Ecke noch. So. Mein Gott, guckt euch dieses volle Lager an. So muss das aussehen. Wenn die hier die Wand fertig gemacht haben, machen wir den Stützpfeiler rüber. Den nächsten. Und dann bauen wir gleich noch weiter in die Richtung. Das muss noch mehr werden. Genau, schön Zeug weglagern hier. Wir haben jetzt noch 12 Tage Zeit, bevor der Winter anfängt. Der Vorteil ist jetzt, dadurch, dass es jetzt kälter wird draußen im Herbst, gammeln die Sachen nicht mehr ganz so schnell weg. Im Sommer geht das am schnellsten, das Weggammeln. Sind Regale für Nahrung nicht effektiver vom Platz her? Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Also so, was passt denn da rein eigentlich? Das ist eine gute Frage eigentlich, aber ich... Lagermenge 3, ja, das ist halt so die Frage, was genau halt, also was ist 3? Also ich benutze die Regale immer lieber für verarbeitetes Essen, weil irgendwie, wenn das auf dem Boden steht, gibt es, glaube ich, immer noch so ein bisschen so einen leichten Verrottungsmalus, aber ich glaube, wenn das im Regal steht, ist es am besten für die Nahrung. Irgendwie so ähnlich. Deswegen versuche ich das eigentlich idealerweise... Aber warte mal, ich sehe gerade, die haben ja hier auch immer noch verarbeitete Lebensmittel drin. Weil ich sehe da nämlich den Apfelkuchen da hinten in der Ecke stehen. Moment mal, so. Hä, warte mal, hergestellt? Nee. Achso, doch, Eisblock. Eisblock ist richtig. Moment mal, Nahrung. Mahlzeit. Nee, warte mal, hier Mahlzeit nicht da reinstellen. Unten, genau. Mahlzeiten immer in die Regale reinstellen.
Mal gucken, da müssen sie das jetzt halt umräumen. Denn wir benutzen die Regale auch gar nicht. Die Plepsis. Genau, packt mal da die Sachen raus. Dann haben wir nämlich gleich direkt noch mehr Platz. Jetzt benutzen sie nämlich auch endlich mal die Regale, siehst du? Mann, Mann, Mann. Wenn man denen nicht alles mit diesen Pünktchen vorgaukelt, ja, dann machen die das nicht. Unfassbar. Oh, ist es soweit? Ist es so? Ich habe den großen Moment verpasst. Wir haben eine Küche! 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 Die Küche ist fertig! Ah, ich sehe gar nichts. Die Küche ist soweit. Wir haben eine Küche im Regen. Das ist gerade, glaube ich, ein bisschen ein visueller Fehler. Da darf eigentlich gar kein Regen drin sein. Wir haben eine Küche! Jetzt geht alles dreimal so schnell, oder? Produktionstempo 105%. Na, endlich. Boah, 144% Produktionsbonus. Nice. Und hier können wir sogar verkackte Mahlzeiten produzieren. Nicht schlecht. Gleich mal machen. Werfen wir das mal hier alles an. Dass das hier auch schön produziert wird, alles, nicht wahr? Und dann mach mal hier verkackte Mahlzeit. Mach mal keine Gerste. Keine Johannisbeeren. Und keine Äpfel, genau. Und keinen Honig. So, und dann machst du hier draus dann noch ohne Holz, genau. Sehr schön, nice. Es ist, jetzt wird endlich schneller Essen produziert. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ah, so, jetzt müssen wir noch die anderen Räume auch upgraden noch. Kann sich nur noch um Tage handeln. Eigentlich müssen wir das hier, diese Wände da auch noch upgraden auf Ziegel. Aber da warte ich jetzt erstmal, bis mehr Ziegel am Start sind. Die Mauern außenrum müssen wir natürlich auch noch verstärken, ne? Ist noch viel zu tun hier. Ist nicht so ohne. Und an dieser Stelle endet diese Folge Going Medieval. Wenn es euch gefallen hat, dann an der Stelle der Hinweis, ihr könnt euch das Spiel holen im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE. Dabei wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Daumen nach oben drücken, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst oder auch hier in die komplette Playlist reinschauen, sowie in die anderen Videos, die hier an der Stelle verlinkt sind. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Going Medieval. Bis dann, ciao, ciao.